Hallo ihr Lieben, heute ich zeige euch die schönste Düfte meines Mannes. Und zwar, ich habe für meinen Mann selber die ausgesucht. Es ist tatsächlich sehr viel, ihr seht das. Ich zeige euch tatsächlich die ganze Parfumsammlung meines Mannes. Hier gibt es luxuriöse Düfte und Nischendüfte. Also keine günstigen, keine aus Drogerie. Ehrlich gesagt, ich kann nicht ab, wenn man recht günstig. Für mich ist ganz wichtig, dass man soll sehr elegant riechen. Es soll eine teure Parfum sein, sehr interessant. Und diese Parfum soll über Mann auch sehr viel erzählen. Und zwar soll ihm sehr gut passen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr mir schreibt in die Kommentare, welche von diesem Duft kennt ihr selber. Oder vielleicht euer Mann hat auch zu Hause diese Duft oder eure Freund. Und natürlich, ich würde mich freuen auf eure Daumen nach oben und bitte nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren, wenn ihr wolltet nächste Video von mir nicht verpassen. Wir starten, ich denke, mit luxuriösen Düften. Düfte, die man könnte beim Douglas zum Beispiel sehr schnell auf die Regalien finden. Und ich starte erstmal mit erstem Duft von Marke Prada. Le Homme Prada Eau de Toilette 50 ml. Wenn ich eine oder andere Name sage falsch, oder vielleicht alle Namen sage ich falsch, verzeiht mir, weil deutsche Sprache nicht meine Muttersprache und selber mit Englisch bin ich nicht gut, Französisch ist es überhaupt nicht meine. Deswegen, ich würde natürlich vor der Kamera ganz näher jede Flakon halten, dann könnten ihr ganz schnell ihn erkennen und wenn ihr wolltet etwas nachkaufen, könnten ihr Screenshot natürlich auch machen. Das ist dieser Flakon mit schwarzer Imitation wie eine Leder. Das ist eine süßliche Duft. Duft, der habe ich, wie gesagt, jeder Duft habe ich für meinen Mann selber ausgesucht, aber ich kenne den Geschmack meines Mannes und ich habe zu diesem Geschmack selber meinen Mann gebracht. Und meistens, ich habe noch keine, also wie sagt man, keine Flop für meinen Mann. Obwohl hier gibt es einen Duft, der ist nicht so ganz beliebt von meinem Mann. Ich habe schon lange verstanden, mein Mann mag süßliche Düfte mehr als etwas Frisches. Hier gibt es aber auch Ausnahmen. Und das ist schon, ich finde, elegante Düfte, tatsächlich sehr luxuriöse. Ich sage euch nur ganz kurz, ohne Note da nennen, weil dann schaffe ich nie. Und wie gesagt, ich bin für Düfte beschreiben überhaupt kein Profi. Es ist leider oder Gott sei Dank nicht Thema meines Kanals. Sehr elegant, warme, süßliche Duft, aber nicht zu warm. Hat sehr lange Schleife. Man könnte tragen im Office, im Büro. Das ist, ich finde, sehr demokratischer Duft. Also der stört keine, das wollte ich sagen, aber Duft, der riecht tatsächlich teuer. Ich denke, dieser Duft wurde gefallen sehr, sehr viele Männer. Der Duft ist übrigens sehr komplimentär und ich denke, würde passen für jedes Alter. Besonders ich habe gemerkt, dass junge Leute mögen Düfte mit süßer Note. Also das Düfte würde, ich denke, sehr viele Männer lieben. Ich sehe, dass ich ganz vergessen habe, dass tatsächlich ein paar Düfte hat mein Mann als Geschenk von seiner Tochter bekommen. Also nicht alle Düfte habe ich selber gekauft. Und diese von Yves Saint Laurent, auch La Homme, war auch Geschenk. Und es war sehr beliebter Parfum meines Mannes. Hier noch ein bisschen drin geblieben. Er hat tatsächlich jeden Tag benutzt, bis ich habe gesagt, ja, kannst du vielleicht was anderes, weil ich war schon auch ein bisschen müde. Das ist auch süßlicher oder Toilette. Ein bisschen leichter als Prada. Ein bisschen mehr eleganter. Mehr luftiger. Aber das ist Klassiker. Diese Parfum, ich denke, so beliebt, dass es Bestseller und ich habe das Gefühl, dass wenn man geht in Parfümerie, dann wurde meistens diese Düfte als erste vorgeschlagen. Und es ist tatsächlich sehr, sehr schöne, elegante Duft, besonders sehr gut
für mehr Wärme Jahreszeit. Also diese Duft auch super würde passen für Office, für Alltag und würde passen auch jede Alter, finde ich. Wunderschöne auch Komplementarduft. Bulgari Aqua Pure Home. Auch Klassiker, Legende schon langsam. Und so wurde beliebt von meinem Mann, dass diese Flakon müssen wir nochmal für ihn nachkaufen. Erste, er hat als Geschenk von seiner Tochter bekommen. Und zweite, diese riesige, habe ich für ihn zum Weihnachten geschenkt. Und hier ist 100 Milliliter. Mir gefällt auch dieses Design. Das ist wie eine Tropfen. Das ist auch Eau de Toilette. Also meistens Männer Düfte sind Eau de Toilette. Aber trotzdem langhaltig, dass es aquatischer Duft, frische Noten hat. Dieser Duft riecht nach Sauberkeit, aber sehr elegant, würde passen für, auch für Office, für Alltag. Am besten natürlich im warmen Jahreszeit, Frühjahr, Herbst würde auch sehr gut passen. Düfte stört keine, deswegen wie gesagt, man könnte auch im Office tragen. Also wenn ihr mögt aquatische Noten, ich würde euch sehr empfehlen, diese Duft. Ich denke, würde passen ab 30 und weiter, ja, nach dem Geschmack. Nächste Duft war auch Geschenk seiner Tochter. Zum Weihnachten. Mit diesem Duft bin ich nicht so ganz einverstanden. Für mich hier gibt es etwas, was doch recht günstig, aber trotzdem schon gut. Also für mich dieser Duft grenzt an die Grenze zwischen Drogerie und Luxurious. Und ich rieche diese Note, die ein bisschen mich stört, aber wenn ehrlich zu sagen, das ist die Note, die gibt es beim Dior Sauvage. Etwas ähnliches hier diese Note ist und wie ihr seht, das Geschmack könnte trotzdem anderes sein. Viele, ich weiß, junge Leute sind absolut begeistert von Dior Sauvage. Für mich das ist das schlimmste Duft, was könnte sein. Also für mich riecht es so günstig, es tut mir leid. Obwohl mein Sohn liebt diese Duft von Dior so sehr. Okay, das ist von Marke Azzore, heißt Wanted. Es ist frisch, ein bisschen süßlich Parfum. Wie gesagt, erinnert mich ein bisschen nach Sauvage. Dann könnt ihr ja bessere Vorstellung haben. Mein Mann zum Beispiel gefällt dieser Duft sehr. Und es ist meiner Meinung nach mehr so für erwachsene Männer würde passen. Aber wenn ich denke über Sauvage, der macht junge Leute besonders begeistert, dann wahrscheinlich, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Duft war überhaupt nicht teuer und hier ist 30 Milliliter. Deswegen, wenn ihr mögt Düfte in Richtung Sauvage, dann testet ihr, vielleicht ist etwas auch für euch. Und der Duft auch ist sehr langhaltig, also hält den ganzen Tag. Hier auf dem, oben auf dem Decke Azzore steht. Mir gefällt dieser schlichte Flakon. Hier, das wurde dieser Muster gemacht, spürbare Muster. Sieht solide aus und sehr schwer Glas. Ah ja, ich habe noch ein paar luxuriöse Düfte und eine ist ehrlich gesagt meine Favorit an Männer, aber tatsächlich nicht 100% Favorit meines Mannes. Ich verstehe warum, liegt an dieser Hauptnote. Und das ist ehrlich gesagt eine sehr besondere Marke, Bottega Veneta. Und der Duft heißt Illusion. Alle Düfte von dieser Marke unterscheiden sich von alle anderen, was man findet beim Parfümerie, sehr stark. Die sind wirklich sehr, sehr besonders, sehr hochwertig. Und dieser Duft hat mich so begeistert wegen seiner dieser vetiver Note. Ich weiß, dass vetiver Note nicht jeder Geschmack. Diese Note gibt etwas Frisches für mich. Das ist eine von besten Parfum mit dieser vetiver Note. Leichter Duft, überhaupt nicht süßlich, sehr elegant, ein bisschen kalter Duft. Riecht sehr teuer und wenn mein Mann trägt diese Duft, also ich sofort erkenne diese Duft und ich genieße einfach, wenn ich
neben ihm stehe und auch dieser Duft hat leichte Schleife. Ich habe übrigens beim Easy oder beim Flaconi bestellt, war sehr günstig, deswegen habe ich diesen riesigen Flakon hier, wahrscheinlich auch 100 Milliliter, sofort gekauft. Es hat sich absolut gelohnt und für mich, das ist auch eine sportliche Duft, würde besonders passen für Frühlings- und Sommer, ja, für diese warme Jahreszeit, öffnet sich da am besten, passt perfekt auch für Office, ja, für Büro, für Alltag, sehr eleganter Duft, also nicht dringend, hält nicht so lang, aber trotzdem selber am Abend, wenn mein Mann nach der Arbeit zurückkommt, ich merke trotzdem diesen Duft, ich weiß, was er am Tag dann getragen hat, sehr interessante Design. Ihr seht diese Decke mit dem Loch, ja, einfach nur so drüber anziehen. Mir gefällt dieser Flakon auch schlicht, aber sehr, sehr elegant und sehr luxuriös. Übrigens, dieser Duft erinnert mich sehr nach einigen Parfüme von Marke Hermes. Und ich weiß, dass Männer mögen Düfte von Marke Hermes, durch dass die viele da sind auch frisch, elegant und grün. Also viele riechen so grün, elegant, wie gesagt. Und ja, Bottega Veneta ist nicht so populär, also nicht so viel Werbung wurde zu dieser Marke gemacht und deswegen meistens Männer natürlich kaufen nur das, was sie kennen, ja. Aber wenn ihr mögt Hermes, dann vielleicht schaut ihr beim Bottega Veneta auch vorbei, könnte euch auch sehr gut gefallen. Wenn wir schon über Hermes reden, muss ich euch erzählen, dass mein Bruder hat eine Duft von Hermes. Ich bin so begeistert von diesem Duft. Ich bin so verliebt. Das ist für mich übrigens auch eine neue Entdeckung. Ich habe leider nicht dabei, diesen Duft euch zu zeigen. Würde deswegen nur hier ein Bild für euch machen. Bei meinem Bruder, wenn er benutzt, jedes Mal ich sage, es gefällt mir so sehr. Also ich bin so verliebt in diesem Duft. Würde vielen Männern gefallen. Also definitiv. Und dieser Duft würde ich auf jeden Fall für meinen Mann auch kaufen. Sehr elegante, sehr wunderschöne Duft. Und noch eine Duft, der hat mein Bruder, ich habe jetzt gerade geholt, er hat nicht mitgenommen, was ich könnte euch auch zeigen. Das war Geschenk, mein Geschenk für ihn. Aber ehrlich gesagt, das ist schon dritte Flakon, weil das ist auch seine absolute Favorit-Duft von Marke Dior Homme Sport. Ich habe gemerkt, dass meine Männer mögen sehr gerne beim Chanel, beim Dior Düfte, die mit dieser Homme Sport. Die sind mehr leicht und mehr frisch. Und deswegen ja, habe ich ihm endlich so eine riesige Flakon geschenkt, damit er davon sehr lange hat und mir gefällt die Design. Mein Mann hat auch von dieser Düfte zwei Flakon leer gemacht und wie gesagt, mein Bruder ist das absolute Favorit-Duft. Es ist auch sehr elegante Duft, es ist typisch Dior, ich denke, man könnte erkennen. Hier gibt es ein bisschen Holznoten, aber so eine auch frische Duft, super für, ehrlich gesagt, für egal wann würden Männer benutzen, sie werden immer wunderschön riechen. Dieser Duft bekommt sehr viele Komplimente, das ist zeitloser Duft. Bleu de Chanel von Marke Chanel. Ich denke, hier muss ich nicht so viel erzählen. Ich denke, jeder kennt diesen Duft und nicht umsonst ist es eine Bestseller. Es ist meiner Meinung nach eine von besten Männerduft. Das absolute Favoritduft meines Mannes. Hier haben wir Ledernote. Das ist übrigens Eau de Parfum. Und zwar für mich persönlich, das ist Parfum für besonderes Einlass. Also dieser Duft, man könnte nie vergessen. Hier ist fast nichts drin. Also mein Mann hat diesen Duft nonstop benutzt. Er hat so viele noch, aber ich habe das Gefühl, dass es war sein Ziel, diesen Duft zum Ende benutzen. Ich habe das Gefühl, dass er ist immer noch nicht mit diesem Duft, wie sagt man, satt? So komisch zu sagen. Auf jeden Fall, dass dieser Flakon ist leer, das ist meine Chance, beim nächsten Mal eben ein Geschenk zu machen. Also auf jeden Fall, dieser Duft ist sehr, sehr beliebt, sehr komplimentär. So, hier habe ich noch ein paar luxuriöse Düfte,
Und dann ich zeige euch Nischendüfte, also sehr, sehr besonderes. Aber selber diese Düfte riechen wie Nischendüfte. Das ist von Tom Ford, natürlich von Tom Ford. Und ich denke, große Liebe zum Nischendüfte, zum besonderen Düfte, wurde bei meinem Mann mit erstem Duft von Tom Ford angefangen. Das ist schon zweite oder dritte Flakon von Tom Ford Noir Extreme. Ich habe diese Flakon beim TK Maxx zufällig entdeckt. Das war zum Weihnachten reduziert auch und es war viel günstiger, als wenn man könnte im Internet kaufen. Und das ist Unisex, absolut Unisex Duft. Süßlicher Duft. Für einige das ist vielleicht zu süßlich, aber hier riecht Vanille, also hier ist Vanillenote. Hier, ich habe das Gefühl, gibt es ein bisschen so von diese getrocknete Pflaumen etwas, Blumen. Nee, dieser Duft muss man auf jeden Fall riechen. Sehr Komplementarduft. Unsere Söhne, eine ist 20 Jahre alt, andere ist 22 Jahre alt. Die sind schon lange verrückt nach diesem Duft auch, aber die beiden sind so jung und sie können sich sowas nicht leisten. Deswegen haben wir zum Weihnachten, zum Geburtstag geschenkt und übrigens sehr sexy Duft. Und auch er sehr verliebt in diesem Duft von Tom Ford Noir in diesem schwarzen Flakon. Hier Fingerabdruck ist, sorry, ich habe mich nicht vorbereitet. Also dieser Flakon sieht, wie ihr seht, fast 1:1 wie dieser Flakon. Das einzige hier Decke ist Gold, hier ist Schwarz. Also diese Tom Ford Noir, das ist sehr besonderes. Also hier ist Leder, es ist Lederduft, Holznoten, wurzige Duft, maskulin, schwer, hält auch den ganzen Tag, hat auch lange Schleife. Also dieser Duft auch von Tom Ford schlägt alle anderen Düfte. Wenn neben euch steht jemand auch mit Parfum, dieser Duft würde alle decken. Also dann, wenn mein Mann benutzt diese Parfum, ich könnte meine Düfte fast nicht hören. Na gut, mit diesem Duft ist das gleiche Geschichte. Ja, wenigstens man weiß, wofür man Geld bezahlt. Dieser Duft ist sehr elegant und riecht sehr teuer. Also das, was ich euch gezeigt habe, war schön und gut, aber diese für mich persönlich bis jetzt schlägt die alle andere. Wenn mich jemand fragt, welcher Duft von das, was du jetzt gezeigt hast, würde es für dich lassen. Wenn ich dürfte nur eine Parfum für mich lassen, behalten dürfen, dann es wird diese Tom Ford Noir. Ich habe Assoziationen, Casino in Monaco und sehr schicke Autos, sehr solider Mann steigt aus diesem Auto raus, da ist ganz nagelneue noch Leder, ja, ganz frische Auto wurde gekauft und diese Leder noch riecht. Und es riecht nach ein bisschen Tabak, aber nicht diese Zigarettentabak, also das ist aromatische Noten von Tabak und also diese Tabakblätter und also das ist ein bisschen kalter Duft, wie gesagt schwer. Es riecht nach Geld, nach Business, nach wie gesagt teuer Auto, Lamborghini und es ist sowas elegant, also es ist sowas teuer, es ist sowas schick, es ist sowas solides. Wie gesagt, Holz, Leder, Tabak, etwas hier gibt es noch ein bisschen süßliche. Ich denke, das ist Duft, der würde am besten für Tom Ford selber passen, für seinen Style. Also ja, genau, selber Tom Ford. Es ist das beste Beispiel zu diesem Duft. Also die passen zusammen am besten, ich denke. Übrig geblieben sind Nischendüfte und Düfte aus den privaten Kollektionen. Nächster Duft, was ich wollte euch zeigen, war geschenkt zum Geburtstag, zum Jubiläum meines Mannes. Und das ist das letzte Duft, was ist in seine private Kollektion eingekommen. Der Duft ist von Maison Francisque Kurkdjian.
hat keinen Namen, nur die Nummer 724. Und das ist das letzte Parfum von diesem Haus. Also ich weiß nicht, vielleicht etwas Neues rausgekommen ist, ich habe nicht beobachtet, aber das war eine von letzten neuen Düften von Francisco Cugian. Und zu diesem Duft hat uns Beraterin beim Schuback gebracht. Also ich war zusammen mit meinem Sohn und mein Sohn hat dieser Duft sowas gefallen, er war sowas begeistert, dass er hat mich überreden, dass genau dieser Duft muss für Papa sein. Der ist sehr teuer, aber ich habe da 10% Rabatt bekommen. Francisco Gian, ja, ich denke auch kennt jeder durch diese Baccarat Rouge. Dieser Duft, also meiner Meinung nach, dieser Duft wurde doch besser für die Frauen passen, aber mein Mann gefällt so sehr, er hat mir gesagt, das ist was anderes, versteht ihr? Viele Düfte, was ich habe jetzt vorher euch gezeigt, die war oder sehr frisch oder süß und schwer und dann dieser Lederduft und so weiter. Dieser Duft ist blumig, ein bisschen süßlich, aber sehr kristallig und riecht nach Sauberkeit, nach frisch, nach für mich Assoziation, das ist eine Rose im Kristallen, wisst ihr? Es ist ob da schwer, weil Rose selber, ich finde, das ist eine schwere Blume, aber die würde im Kristallen sitzen, wisst ihr? Vielleicht, das spielt auch große Rolle, dieser Flakon selber, der ist durchsichtig. Und der Duft ist fantastisch. Also der hält den ganzen Tag, lässt eine schleifen. Wenn ich gehe hinter meinen Mann, ich spüre diesen Duft immer, also rieche immer diesen Duft, auch neben, wenn ich ihn kusse. Also ich habe Gefühl, dass dieser Duft überall. Ich rieche hier Rose, aber nicht typische Rose. Sehr, sehr elegante, sehr extravagante, sehr schöne Duft. Natürlich Düfte, das ist jede Geschmackssache, deswegen schaut ihr, vielleicht ist es etwas für euch. Und diesen Duft habe ich nach Empfehlung von einer YouTuber gekauft, das war ein Mann und er hat erzählt, dass dieser Duft müssen Männer auf jeden Fall testen. Das ist eine von schönsten Düften, ein bisschen süßlich, warm. Mögen Frauen diese Düfte an Männer und meistens beliebte Düfte von Männern. Ich habe hier eine Abfüllung für mich bestellt, um zu probieren. Hier ist 8 ml Marke Parfum der Marley Herod. Sehr, sehr schöner Duft, sexy, würde passen für viele Männer, ehrlich gesagt, und besonders öffnet sich im warmen Jahreszeit. Wir haben diese Duft in Urlaub nach Thailand mitgenommen. Am Abend mein Mann hat benutzt und das war Duft zum Genießen. Also hat mir auch so gut gefallen an meinem Mann und es hat ihm sehr gut gefallen. Also das ist auch seine Lieblingsduft. Ich bin sicher, dass mit diesem Duft ihr werdet auch sehr viele Komplimente bekommen. Serge Lutens. Seine Düfte sind also einzigartig. Und diesen Duft habe ich beim Karstadt gekauft, weil der sehr reduziert war und weil der hat mir sehr gefallen. Ich wollte insgesamt, dass mein Mann hat von dieser Marke etwas wenigstens. Ich finde, Serge Lutens ist sehr interessante Meister und der Duft heißt Vetiver Oriental. Seht ihr wieder mit Vetiver Note oder Vetiver Note, aber dieser Duft ist ganz anderes als hier von Bottega Veneta. Also die sind absolut verschieden, obwohl beide haben diese vetive Note. Dieser Duft ist viel wärmer und hat noch parallel Holznoten, Holz- und Ledernoten. Dieser Duft ist ein bisschen schwer, Ledernoten, das ist schon Duft für, ich würde sagen, erwachsene Männer. Auch elegant, also das ist schon solider Duft. Tom Ford Black Orchid, Klassiker, Bestseller, lieben sehr viele Frauen, lieben Männer, Unisex, sehr schwer Duft. Also viele hassen ihn
und viele lieben ihn. Mein Mann gehört zu dieser, die lieben ihn verrückt. Ja, ich habe noch Nachschub für ihn. Also ganz große, war beim TK Maxx sehr gut reduziert. Deswegen habe ich nachgekauft. Etwas stimmt nicht in der Ukraine im Moment. Weil ich habe jetzt gerade abgelenkt und wieder mein Bruder ruft mich an. Das macht mir Sorge. Gott sei Dank, alles gut. Nur mein Bruder wollte mit mir reden. Okay, es geht weiter. So, ich gehöre zu diesen Leuten, die können diese Duft nicht ab. Aber mein Mann war so verliebt. Er war so begeistert von diesem Duft. Deswegen, ja, am besten, wenn er trägt diese Duft ohne mich. Er hat auch zum Arbeit diese Duft getragen, oh, arme Mitarbeiter, arme Kollege. Flakon ist natürlich wunderschön, Flakon ist so, so schick. Das ist eine sexy Duft, tatsächlich. Das ist eine Black Orchid, ich weiß nicht, wie riecht Black Orchid, aber das ist so eine schwer Duft, der macht mich so einfach, ich könnte nicht atmen. Auf keinen Fall im Sommerzeit tragen. Beim Sommerzeit, dieser Duft wird alles umbringen. Alles, was noch beim Leben bleibt. Am besten, ich würde sagen, mehr so im kalten Jahreszeit. Von allein, Duft ist wunderschön. Duft ist einzigartig. Duft war Bestseller. Hier so wunderschöne Note. Das ist tatsächlich geniale Arbeit von Tom Ford. Übrigens, diese Düfte, ich sollte euch doch zeigen beim luxuriösen Düfte. Der gehört nicht zum Nischen, aber so wie er riecht, 100% Nischenduft. Also das ist Duft, der nicht jeder Geschmack einzigartig und das ist besondere Nischen. Ja? Aber nächste Duft von Tom Ford ist mein absoluter auch Favorit und das ist große Liebe von meinem Mann. Das ist auch eine sexy, schicke Duft, einzigartig und mit diesem Duft wurde alles angefangen. War alles so verrückt, dass viele Firmen haben versucht, diese Duft wiederholen. Tatsächlich heutzutage gibt es sehr ähnliche und jetzt Tabaco Vanille. Ja, Bestseller, absolute Bestseller. Und in diesem Flakon-Design gehört zum Tom Ford private Kollektion. Da alle Flakons sind gleich aus und Tabaco Vanille ist es süßer Duft, aber riecht nach Vanille, diesem Tabak, aber wieder das ist dieser Blättertabak, aromatischer Tabak. Hier ist diese Vanille, aber Vanille nicht die wir benutzen beim Backen. Nein, das ist Bohnen, ich denke, von Bohnen diese Vanille. Also das ist so eine elegante Vanille. Also die ist ganz anderes, die ist selber nicht so süßlich. Die ist auch ein bisschen bitter und du wirst riechen und wieder riechen und es ist dir noch nicht genug. Sehr langhaltige, lässt sehr lange Schleifen hinter sich. Wenn mein Mann kommt in einem Raum mit diesem Duft, dann ganzer Raum riecht nur nach diesem Duft. Also egal was ich trage, man riecht nur Tabaco Vanille. Warme, weiche Duft. Passt für jedes Jahreszeit, passt für jeden, der gefällt dieser Duft, egal ist junger Mann oder älterer Mann. Das ist Parfum, den man könnte, ich denke, tragen für besonderes Anlass. Also nicht für Büro, nicht für Office, nicht für jeden Tag Arbeit. Mein Fisch ist fertig, sorry. Ja, ich koche parallel. Also Home Office, deswegen. Na gut. So, dieser Duft, wenn ihr kennt noch nicht, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal riechen. Man könnte kaufen natürlich im großen Parfümerieladen, Online-Shop, im Hamburg Alsterhaus. Da haben wir diese Düfte erste Mal gehört. Also ich sage nicht schnuppern, riechen, ich sage hören, weil ich finde, dass Düfte muss man hören. Also wenigstens so sagen wir auf meine Sprache. Das klingt mir so
so mehr elegant, mehr seriös, mehr, ja, sehr teuer, aber das ist absolut auch Favorit meines Mannes Parfum. Wenn dieser Flakon wird leer, wir werden auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Und ich wollte euch sagen, dass diese Parfum von De Marly Herod, Parfum De Marly Herod, der ist in diese Richtung, also hat etwas Ähnliches mit Tabaco Vanille, aber sie sind trotzdem unterschieden. Und dieser Duft von De Marly zum Beispiel mehr leichter. Und ich würde so sagen, die Leute, die vielleicht schon sind satt von Tabaco Vanille und wollen etwas anderes ausprobieren, aber doch in diese Richtung, dann würde ich sehr empfehlen Herod von Parfum De Marly. Tom Ford Ebene Femme oder Parfum 50 ml. Ihr seht das gleiche Design Flakon, aber durchsichtiger Flakon und ja, hier ist ganz dunkle diese Flüssigkeit. Also das ist Cognac-Farbe, sieht wirklich sehr, sehr edel aus und selber Duft. Es ist geräucherte Holz, aber sehr elegant mit leichten Vanillenoten. Das ist übrigens relativ neue Arbeit von Tom Ford, obwohl vor viele, viele Jahren, ungefähr vor 15 Jahren auf jeden Fall, Tom Ford hat einen Duft gehabt, aber er hat damals für Haus Gucci gebracht und das war Evan, ich denke, so heißt damals dieser Duft. Es war auch sehr ähnlicher Duft. Und jetzt, nach vielen, vielen Jahren, hat Tom Ford tatsächlich jetzt seine eigene Duft rausgebracht. Also damals in diese Gucci Evan, ich war so verliebt. Ich fand damals für Männer das der schönste, der eleganteste Duft überhaupt. Dieser Duft ist mehr geräucherte. Evan war mehr frisch und mehr grün. Nicht nur farblich, aber insgesamt. Und diese, wie gesagt, das ist ein bisschen mehr so Schwerduft. Also ganz, was auch Besonderes für natürlich Liebhaber von diesen Noten. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ist eure Lieblingsparfum für Mann? Oder wenn ihr seid ein Mann, der ist jetzt gerade auf meinen Kanal gekommen, schreibt mir bitte auch gerne, welche Parfum mögt ihr? Oder welche Parfum bekommt am meisten Komplimente von Frauen? Das ist natürlich sehr interessant. Vielleicht ich würde für mich etwas Neues entdecken und würde für meinen Mann sehr gerne auch kaufen. Ich warte auf eure Feedback. Ich warte auf eure Daumen nach oben. Sehr gerne, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nathalie. Ciao.